hochkompetent. Bei ihr wird das aber fast bis zum Nabel gehen. Okay. Das ist riesengroß. Also das ist ein richtig großer Uterus. Respektvoll. Manche Krebsarten, besonders in der Eierstock und auch in der Brust, die manchmal wachsen rasant. Emotional. Für jede Hebamme ist das die schönste Sache, wenn das Baby auf der Welt ist und es tut den ersten Schrei. Das sind die Gynäkologen und Hebammen des Asklepios-Klinikum Uckermark. Sie erleben Glücksmomente wie bei der Geburt eines Kindes und behandeln teilweise schwere Erkrankungen der Frau. Das Spektrum der Gynäkologie ist breit gefächert. Bei Oberärztin Dr. Anne Mantai ist eine Frau aus einem anderen Krankenhaus angemeldet. Bislang kennt die Fachärztin nur die MRT-Bilder der 86-Jährigen. Das Problem: Überall im Körper sind Metastasen, mehrere Herde und große Veränderungen. Also die Frauen gehen meistens so nach ihrem letzten Kind oder wenn die Periode sozusagen nicht mehr regelmäßig kommt, sagen leider ganz viele, nee, Gynäkologe brauche ich doch nicht mehr, warum soll ich da reingehen? Okay. Oder mein Mann ist doch schon längst tot. Das sind leider immer die Gründe, die man dann hört. Ne? Und dann, ja, ich weiß, ich kenne ihre Lebensumstände nicht, wahrscheinlich wohnt sie auch ganz alleine oder im Heim, man weiß es nicht. Also die gehen dann einfach irgendwann nicht mehr zu den Ärzten. Das ist leider schade, hier so in der Gegend sieht man sehr oft Krebserkrankungen, die werden sehr, sehr spät therapiert, wo man auch gar nichts mehr machen kann. Weil wir sind so Gynäkologen, wir können halt mit Messertherapien, sage ich mal, chirurgisch, wenn das so weit fortgeschritten ist, da haben wir keine Chance mehr. Jetzt geht es um die Histologie, die Entnahme einer Gewebeprobe, um die Veränderung der Zellen genau bestimmen zu können. Und jetzt geht es darum, die Niere war gestaut, da war die Nierenfunktion sehr eingeschränkt, deswegen hat sie jetzt sozusagen wie so eine Plastikschiene in den Harnleiter bekommen, das, was den Harnleiter offen hält, weil von außen drückt halt der Tumor dagegen, da sozusagen kann die Niere dann wieder abfließen, funktioniert dann wieder. Das sind so kleine Sachen, die man so machen kann. Das ist auch schon ein Eingriff für sie, aber das sind kleine Sachen, große Wirkung sozusagen. Ja. Und wir gucken jetzt, ob wir wirklich rausfinden, was ist es in der Gebärmutter, wie kann man dagegen vorgehen. Also kommt drauf an, Bestrahlung, manchmal kann man auch Chemotherapie geben, ob sie das überhaupt so verträgt, muss man dann gucken. Die Belastung von Narkose und Operationen wäre zu groß für die Patientin und dennoch, die Ärzte müssen eine Lösung finden. Ein großer Fortschritt im Bereich Krebserkrankungen ist die HPV-Impfung. Der Impfstoff schützt vor HPV-Viren, dem häufigsten Auslöser für Gebärmutterhalskrebs. Es ist ein großer Erfolg weltweit, dass es die Impfung überhaupt gibt. Für Mädchen und für Junge. Kleiner Appell an alle Mütter. Lassen Sie Ihre Tochter impfen, am besten den Sohn auch noch gleich hinterher. Das ist die Herdenimmunität, sonst geht das wie Ping-Pong hin und her. Während im Bereich Senologie von Dr. Frankozian die Frauen mit Brusterkrankungen behandelt werden, ist Chefarzt Dariusz Jejczak spezialisiert auf den Bereich Beckenbodensenkung und Harninkontinenz. Wir haben hier in unserem Krankenhaus generell ein zertifiziertes Beckenbodenzentrum, wo wir alle beschäftigt sind. Das heißt Gynäkologen, Chirurgen, Proktologen, Urologen, Neurologen, Kinderärzte, Physiotherapeuten. Wir bauen zusammen das Beckenbodenzentrum und auch die Harninkontinenz, diese Problematik bei uns, können wir mit allen möglichen modernen Methoden behandeln. Bis eine sogenannte Blasenschrittmacher-Implantation, aber wir spritzen auch Botox in der Blase, das von Schönheitschirurgie bekannt ist, bei verschiedenen Krankheiten, zusammen mit Neurologen. Doris Vogel ist frisch operiert und heute zur Kontrolle per Ultraschall im Behandlungszimmer. Das geht um darum, Frau Vogel, dass wir nach dem OP kann passieren, dass die Blase nicht vollständig sich entleeren kann. Ach so. Ne, weil das ist jetzt die Blase gehoben. Und dadurch ist der Winkel zwischen die Blase und Harnröhre so straff. Ja. Manchmal kann man die Blase nicht leer machen. Und das will ich heute kontrollieren. Ja. Ich hoffe, dass die OP hat sich gelohnt. Also für ihre Lebensqualität. Ohne Schmerzen, ich kann pullern ohne Schmerzen. Also ohne Schmerzen alles, na super. Ja. Können Sie pullern auch ohne Schmerzen? Ohne Schmerzen, also das ist schon schön, hat gesagt, super. Ja, die Blase ist total leer.
Das heißt, keine Sorgen. Das macht mir keine Sorgen. Wir machen erstmal den Bauch sauber. Der Chefarzt ist zufrieden und die Patientin, die bereits 2 Schlaganfälle hatte, auch. Die Blase hat gesenkt gewesen und hat Schmerzen verursacht. Ist ja nur schon 3. Mal jetzt heute gemacht worden. 2 Mal wurde sie schon mal versetzt. Und außerdem muss ich auch sagen, bin eigentlich eine hohle Weile das Ganze. Ich habe ja keine Gebärmutter und nichts mehr drin. Ne? Und habe gedacht, was kann sich da nach unten alles senken und wehtun. Aber ich habe Schmerzen ja beim Sitzen, beim Liegen, beim Urin lassen, bei allen, beim Laufen. Und dann hin zu Ärzten und habe gesagt, und wo mir die Ärztin da unten gesagt hat, ich habe eine Senkung, müsste operiert werden. Nicht, habe ich gesagt. Kein 3. Mal mehr. Ich nicht, mit mir nicht. Aber ich war schneller da, wie gedacht. Weiter trinken nicht vergessen. Der lebenslustigen Frau konnte sehr gut geholfen werden. Und mit einer verbesserten Technik hält auch das Ergebnis länger. Bei der 86-jährigen Patientin sieht das leider anders aus. Die Ärzte beraten sich erneut. Ihr Problem ist jetzt irgendwann wahrscheinlich eine starke Blutung. Und daran kann man natürlich auch verbluten. Und durch so eine Bestrahlung würde man den Tumor in seinem Wachstum hemmen. Und muss sich vorstellen, Krebs ist ja eigentlich Gewebe, was nicht mehr zu irgendeinem Gewebe zugeordnetbar ist. Mhm. Das wächst ganz schnell und deswegen braucht es auch große Gefäße und es hält keine Grenzen ein, es wächst überall rein. Was man mit Chemo oder Bestrahlung machen kann, kann man sozusagen diese Zellen abtöten. Okay. Weil die teilen sich ganz schnell und deswegen sind die empfindlich. Und dann kann man sozusagen verhindern, dass es in der nächsten Zeit stark anfängt zu bluten. Heilbar ist die Patientin nicht mehr, aber die Erkrankung kann eingedämmt werden. Dann kämpfen wir um die Lebensqualität der Patientin, dass sie keine Schmerzen hat. Das sind die Momente, die wir als Ärzte wahrscheinlich nicht erleben möchten, aber ja, gehört dazu. Ist das sehr traurige Geschichte manchmal, wo man steht und kann man nicht helfen, obwohl man will und dazu man hat gelernt, alles zu machen und manchmal geht das nicht. Ein neuer Tag beginnt. Zeit für die Visite. Na, wie geht es Ihnen heute? Super. Wie geht's da? Ja? Was zu lassen klappt? Ja. Nachts problemlos. Nicht mehr so viel, einmal bloß aufgestanden wäre nicht. Super. Also. Wenn Sie ganze Nacht jetzt schlafen können, das ist super. Und ich habe ja mal jetzt auch heute gehabt zum Schlafen. Also. Ich konnte schlafen. Hab ja schön was vorgeschnallt heute. Der Chefarzt hat eine frohe Botschaft für Sie. Alles klar. Dass ich nach Hause gehen kann, schon einen Tag früher, wie geplant. Wie froh sind Sie? Super, also kann man nicht mit Worten besagen, beschreiben, bereden oder besprechen, weiß ich wie. Wunderbar. Ich sag ja, so bin ich noch nie aus der OP, aus Krankenhaus rausgegangen nach einer OP und ich habe ja viele OPs schon hinter mir. Super. Na denn. Momente versehen mit einem Lächeln, mit Freude. Bei Patienten, Ärzten, Schwestern und Therapeuten im Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt.